Auf dem Rhein bei Krefeld kam es am Montagabend zu einem tödlichen Unfall. Ein 58-jähriger Schiffskapitän stürzte in einen mit Gas gefüllten Tankraum. Die Rettungskräfte aus Krefeld versuchten den Mann unter Gefährdung der eigenen Gesundheit zu retten. Dabei wurden 7 Feuerwehrleute und 2 Helfer des Rettungsdienstes verletzt, da sie mit dem Gefahrengut im Schiffstank in Berührung kamen. Für den tschechischen Schiffsführer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch vor dem Transport ins Krankenhaus. Feuerwehreinsatzleiter Gregor Bremus schilderte für uns die Lage vor Ort. Auf einem hinter uns liegenden Tankschiff hat sich ein Unfall ereignet. Dort ist eine männliche Person in einem Tank verunfallt. Wir haben diesen dort vor Ort mit 4 Leuten unter Atemschutz aus dem Tank gerettet. Der Patient ist leider verstorben. Ebenso haben wir 2 weitere betroffene Personen, den Sohn sowie den Maschinisten des Schiffes. Wir haben 7 Einsatzkräfte vor Ort gehabt, die auch mit dem Produkt kontaminiert wurden, die mittlerweile auch der ärztlichen Versorgung zugeführt worden sind. Zurzeit werden noch weitere Proben genommen und damit die weiteren Maßnahmen abgestimmt werden können. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Es gibt jedoch keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.